Die Zahlen, die wir in dem Bereich haben, Herr Heilmann hat es ja aufgedröselt, wenn wir die Intensivtäter nehmen, 37 an der Zahl, in Neukölln unter 21 und die Schwellentäter dazu rechnen, mit 12 haben wir etwa 49. Und dann kommen noch kiezorientierte Mehrfachtäter, das ist eine Polizeikategorie, sage ich mal, die unterhalb der Intensivtäter sind, wo auch Faustregel 5 Straftaten vorliegen. Dann haben wir insgesamt ein Klientel von 51 jungen Leuten unter 21, die eine Menge missbauen. Und das ist mir definitiv zu viel. Ganz interessant, wenn Sie die 22-Jährigen schon dazu zählen, verdoppelt sich die Zahl. Da haben wir fast 100. Also ein Jahr älter und wir haben die doppelte Anzahl von Tätern im Visier. Und das ist das Problem, was wir versuchen zu bekämpfen, auch als Jugendamt. Wir haben derzeit keine eigene Struktur dafür. Und das ist eben das Neue, dass wir in diesem Jahr eine Sonderarbeitsgruppe im Jugendamt einrichten mit zusätzlichem Personal. Wir starten erstmal mit 2 Mitarbeitern und je nach Aufkommen soll es aufgestockt werden auf bis zu 4 Mitarbeitern, die eine interkulturelle Kompetenz besitzen und die ganz gezielt auf die Täter, aber auch auf die Familien zugehen. Und mir kommt es wesentlich darauf an, dass wir eine zentrale Ansprechstruktur haben, dass alle Fälle, die mit Gewalttaten in Schulen, in Jugendeinrichtungen oder auf der Straße, die auffällig werden, dass wir die dort positiv durch diesen Flaschenhals kriegen. Und das Neue daran ist, dass wir A, eine sehr gute Anbindung jetzt an den Staatsanwalt für den Ort haben. Wir brauchen darüber hinaus die enge Anbindung an Schule. Wir brauchen darüber hinaus die enge Anbindung an Polizei. Da gibt es auch einen spezialisierten Bereich für. Und der Clou an der Sache ist, und das ist mein Ziel, das zu organisieren, dass wir die Jugendrichter mit an den Tisch bekommen, und zwar außerhalb von Verfahren, und dass wir die Familiengerichte, also die Familienrichter mit an den Tisch bekommen. Denn bestimmte Regelungen, die das Jugendamt vorantreiben will, kriegen sie nur über die Familienrichter hin. Wenn wir intervenieren wollen in Familien, können wir das als Jugendamt nicht frei und selbstständig, sondern wir brauchen mitunter die Familiengerichtsbarkeit dazu. Und deshalb müssen die mit an den Tisch. Und die Idee ist im Prinzip, so eine Art Lenkungsgruppe oder Lenkungsgremium einzurichten, wo alle diese Personen an einem Tisch sitzen und sich, das ist jetzt eine rechtliche Feinheit, die wir so machen müssen, und sich abstrakt über Einzelfälle unterhalten. Denn wir dürfen keine Fallkonferenzen bisher machen. Das ist vom Datenschutzrecht bisher nicht möglich. Ich kritisiere das. Ich setze mich auch dafür ein, auf Bundesebene mit unserer Bundestagsabgeordneten aus Neukölln, dass wir das hinbekommen. Das ist aber ein super dickes Brett, das nicht so einfach zu stemmen ist, dass wir uns in diesen Fachdisziplinen über Einzelfälle unterhalten dürfen und uns Gedanken machen dürfen, was können wir konkret machen mit dieser Familie, mit diesem Jungen oder diesem Mädchen, was straffällig geworden ist. Und was hat das mitunter für Folgen innerhalb der Familie, aber auch von Geschwisterkindern? Wir haben hier mitunter Strukturen, Stichwort Großfamilienstrukturen, da haben sie 8, 9 Kinder, die sind alle durchgängig straffällig geworden. Und an irgendeiner Stelle kann man vielleicht auf die Idee kommen, ein bisschen früher zu intervenieren, vielleicht nicht nach dem 7. Kind, sondern schon nach dem 4. Kind, was straffällig geworden ist. Und da reinzugehen und zu sagen, gut, dann nehmen wir das Kind mal für eine Weile aus der Familie raus, aus dem Schussfeld, sage ich mal. Um der Familie auch klarzumachen, so wie ihr euch verhaltet, akzeptieren wir das nicht mehr. Und wenn deutlich wird, und das ist ein sehr klares Zeichen, was ich aussenden möchte, wenn deutlich wird, dass wir uns abstimmen, dass wir nicht mehr ausgespielt werden können als Staat, dass unsere lieben Kleinen nicht machen können, was sie wollen in Schule, in Jugendeinrichtungen und bei der Polizei, sondern sich dieser Kreis abstimmt und der Staat damit ein klares Gesicht bekommt, denke ich mal, hat das auch eine gewisse psychologische Bedeutung. Und es gibt eine klare Ansage, so nicht mehr mit uns. Und das ist das, was ich gerne erreichen will. Und da sind Herr Heilmann und ich uns auch einig. Wir wollen ganz klar allen Straftätern, allen jugendlichen Straftätern deutlich machen und den Familien dazu, sofern sie Einfluss darauf haben. Für uns ist jetzt eine Grenze überschritten, die wir so nicht länger akzeptieren.
und wir wehren uns sozusagen mit Strukturen, die das versuchen aufzuhalten. Das ist der Kern dieses Projektes. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Mosaiksteinchen. Ein Mosaiksteinchen ist, und deshalb sitzen wir auch heute hier in der Jugendfreizeiteinrichtung Lessinghöhe, das Jugendrechtshaus. Das Jugendrechtshaus ist ein präventives Projekt, was hier neu aufgesetzt werden soll. Es hat ein bisschen pausiert durch die Sanierung dieser Einrichtung. Und da geht es darum, jungen Leuten zu zeigen, und zwar auf eine Art der Augenhöhe, der Ansprache auf Augenhöhe, was kann eigentlich passieren, wenn du Scheiße baust. Hier werden Gerichtsverhandlungen nachgespielt mit echten Richtern, mit echten Staatsanwälten, auch mit echten Polizisten. Hier wird Beratung gemacht. Übrigens, die Kooperation mit der Polizei hier in dieser Einrichtung ist vorbildhaft. Es gibt hier sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, die präsent sind und über diesen Weg auch eine Ansprache von den Kindern und Jugendlichen finden, die sonst, ich sag mal so, im normalen Geschäft gar nicht möglich wäre. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir hier das Jugendrechtshaus neu aufbauen und auf dieser Ebene einen Zugang finden. Das ist aber ein Teil eines Gesamtkonstruktes, denn jedes Teilchen alleine für sich genommen wird nicht funktionieren und es wird nur in dieser Gesamtkombination laufen. Ich habe eine Nachfrage zu dem geplanten Lenkungsgremium und den Familien- und Jugendrichtern, die mit ins Boot geholt werden. In welchem Zeitraum wollen Sie das schaffen? In diesem Jahr. Also wir machen jetzt in diesem Jahr das Konzept im Jugendamt, um da die Ansprechstrukturen zu schaffen. Mir ist wichtig, dass wir das mit zusätzlichem Personal ausstatten. Also wir schneiden es nicht aus dem lebenden Jugendamt raus, sondern geben es zusätzlich dazu, um sozusagen das Pendant zu schaffen. Und auch, und das stelle ich mir vor, sehe ich auch die Rolle des Jugendamtes da, eine koordinierende Funktion einzunehmen, um dieses Lenkungsgremium einzuberufen. Erste Gespräche dazu laufen auch oder sind gelaufen. Es gibt Interesse von, also ich habe bisher von keinem gehört, dass er kein Interesse an dieser, an diesem Lenkungsgremium hat. Ja, genau. Ergänzend antworten, das ist auch der Grund, warum wir uns als Justiz entschieden haben, das in Neukölln zu machen. Nicht nur, weil es ein sozialer Brennpunkt ist, wie der Rechtsberater ja sehr bildlich schon dargestellt hat, sondern auch, weil es hier auf Initiative des Bezirkes diese besonderen Anstrengungen gibt, die wir sehr für sehr zielführend halten und damit einen weiteren Baustein zur Bekämpfung von Jugendkriminalität. Jetzt aber Herr Abel.